FOMO, Leute. Fear of Missing FOMO. Out. FOMO. Das ist das heutige Fear Thema. Und ja, Fear of Missing Out ist die Abkürzung. Ist die Abkürzung ist FOMO und das bedeutet Fear of Missing Out. Zu richtig. Deutsch, die Angst, was zu verpassen. Ganz genau. Und damit wird in der modernen Zeit bei Videospielen ganz viel gespielt. Wir hatten es im letzten Part schon angeschnitten, beziehungsweise der gute Miko hatte das schon angeschnitten. Mhm. Beim Sony PS Plus Abo und beim Xbox Abo und bei Epic und bei Genshin. Und bei Genshin und Honkai. Und beim Gebrauchtmarkt gibt's das auch. Ganz überall genau. Überall FOMO. Genau, überall. Was wir mit FOMO meinen, ist, um mal ein Beispiel zu nennen. Sagen wir jetzt mal, ihr habt PlayStation Plus und ihr wollt PlayStation Plus aber deabonnieren. So, ihr habt es dann deabonniert und dann kommt ein Spiel in PlayStation Plus, das ihr unbedingt haben wollt. Und ihr kriegt es per PlayStation Plus kostenlos. Und wenn ihr das dann nicht mehr, wenn ihr dann kein PS Plus Gold-Abo abschließt oder sowas, dann ist das weg und ihr müsst dafür Geld bezahlen. Damit locken sie euch. Und das ist FOMO. Das ist Fear of Missing Out, dass ihr etwas verpasst, was ihr dann vielleicht kostenlos haben könnt oder was gar nicht mehr vorhanden ist dann. Und wo? Damit lockt man euch ganz extrem. Zum Beispiel gibt es ja auch noch mehr Beispiele, wo ich halt auch FOMO sehe. Ist halt viel beim Game Pass erstens. Ja, ne? Ja. Die wollen, dass jeder, Microsoft will, dass jeder den Game Pass abonniert. Weil sonst verpasst die ja regelmäßig die wirklich vielen, auch zum Release, vielen veröffentlichten Spielen, die da kommen. Und das ist halt wirklich, da, du willst halt nicht verpassen, du willst halt up-to-date bleiben. Und das ist halt auch hier auf Missing Out, du kannst halt nicht mit Leuten über up-to-date-Spiele schreiben. Ganz weißt genau, du? Ja. Du bist halt nicht dabei, du spielst nicht die aktuellen Spiele, weil du den Game Pass nicht hast. Das ist hier, du vermisst, du kriegst quasi Angst, dass du nicht mehr mitreden kannst. Und aber auch, wo ich FOMO sehe, ich war gerade überrascht, weil irgendwas, keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, ich auch gerade nicht. Ist beim Gebrauchtmarkt, bei Rebuy, da haben wir schon mal angeteased einmal, ich bin tot. Ich lass die gleich wieder zu Wort kommen. Ja, alles gut. Ich kaufe ja gerne Retro-Spiele. Werden wir auch noch später mal ein paar drüber reden. Aber Fear of Missing Out ist da auch krass. Und zwar ist es halt absolut nicht nötig, dazu zu schreiben, dass halt nur noch zwei verfügbar sind. Ne? Richtig, weil entweder halt, ist es nicht weg. Genau. Zum Beispiel bei Reaper ist es so, wenn du willst was kaufen, tust ein Spiel auf die Beobachtungsliste. Da gibt es natürlich noch die Kategorien von wegen sehr gut, gut und perfekt. Perfekt erhalten, sehr gut sehr und gut. Und das ist natürlich gut, ist halt, kann sein, dass die Hülle nicht dabei ist, etc. Aber sehr gut ist halt alles dabei und bla und blub. Und da steht halt jedes Mal die Zahl drüber, wie oft das noch verfügbar ist. Es ist halt absolut nicht notwendig, dass da steht, wie oft das noch verfügbar ist, weil dadurch entsteht der Druck, dass man die halt unbedingt noch kaufen will, weil es gibt ja nur noch zwei davon. Schnell kaufen. Würde da keine Zahl stehen. Es würde halt nichts ändern. Entweder ist es verfügbar oder nicht. Richtig, damit will man euch nur locken, dass ihr dann doch das sehr gut erhaltene Modell kauft und nicht die etwas schlechter vor. Der vielleicht etwas schlechter. Ist egal, welche Version man kauft, weil es halt wirklich nur einmal. Es ist halt wirklich die Zahl, macht es halt sehr krass aus, ne? Richtig, genau, weil die wollen euch dann damit locken. Wir haben nur noch zwei, die richtig gut erhalten sind. Kauft doch die anstatt die nicht so gut erhalten sind. Damit lockt man euch halt ganz gerne, dass ihr dann. Hast du noch irgendwo Fear of Missing Out? Außerhalb, wie ist das? Ja, wir haben darüber gerade, du hast es auch schon angeschnitten. Genshin und Honkai machen das zum Beispiel auch ganz perfide mit ihren Puls, die ihr. Wir hatten ja schon über das Thema Lootboxen geredet. Mit ihrem Puls, die ihr habt. Diese Puls sind nur eine gewisse Zeit verfügbar, bevor sie irgendwann wieder verfügbar sind. Und man lockt euch halt damit, dass ihr dann die ersten Seite diese Charaktere bekommen könnt, bis ihr dann vielleicht Monate warten müsst, bis sie vielleicht mal wieder reinkommt. Gebt doch dann lieber Geld aus, dann habt ihr den Charakter sofort als Monate zu warten und es nochmal zu versuchen. Das ist eine ganz perfide Taktik, was FOMO angeht. Ich finde das tatsächlich auch, aber auch richtig mega dreist. Weil, was macht FOMO für einen Sinn bei digitalen Ingame-Items? Ja, gar nichts. Weil die sind ja nur, weil du die jetzt bekommen hast, sind die, oder nur weil jemand anders die bekommt, oder du die halt jetzt in 5 Minuten nicht spielst, innerhalb von 5 Minuten die holst, sind die ja eigentlich, ist der Spielinhalt ja eigentlich nicht aus dem Spiel gelöscht. Ganz genau. Der ist ja vorhanden. Deswegen macht Naruto ja keinen Sinn. Naruto ist bei uns im Team. Ja. Deswegen macht es keinen Sinn, dass da FOMO, klar, FOMO ist, macht schon aus Entwickler Sinn, aus Publisher etc. zum Verkaufen, aber als Käufer ist das halt, ich weiß nicht, es treibt halt auch einen in die
Es treibt dann halt dazu an, Geld auszugeben, wofür man eigentlich kein Geld ausgeben will. Ganz genau, das ist es. Und du hast mich ja gefragt, wo ich das noch sehe. Ganz extrem, ja. Das Extremste, wo ich FOMO sehe, sind Collector's Editions. Ganz extrem. Oh ja. Da ist die Wirkung vom FOMO wirklich richtig übel. Also, ich bin da sehr anfällig für, aber auch nur, wenn ein Steelbook in der Collector's Edition ist, das kaufe ich. Ja, ich wollte gerade sagen, da bist du halt sehr anfällig für. Ja, aber nur, wenn Steelbook dabei ist. Wenn kein Steelbook in der Collector's Edition ist, kaufe ich sie nicht. Das finde ich auch meistens dann sehr dreist. Das macht Bandai Namco ganz gerne. Es gibt kein Steelbook zu einer normalen Version dazu, sondern sie ist immer nur in der Collector's Edition drin, diese Schweine, Alter. Und ich bin Steelbook-Sammler, was das angeht. Und da kann man mich damit ganz leicht ködern. Aber bei mir gibt es auch einen Punkt, wo ich dann sage, das geht gar nicht klar. Das hat nämlich Square Enix mit Final Fantasy VII Rebirth und ihrer Edition versucht. 380 Euro wollen die dafür haben. Für, ja, das ist ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Für eine Sephiroth-Figur. Und alles, was in der Deluxe Edition drin ist, das Problem ist, die Deluxe Edition kostet dich 110 Euro. Und da ist alles drin, bis auf zwei digitale Inhalte, die nicht drin sind. Und sonst ist da nur die Sephiroth-Statue drin, die einfach dann mal fast 300 Euro kostet, Alter. Hui! Da habe ich dann gedacht, leckt mich am Arsch. Und zum Glück gibt es in der Deluxe Edition aber ein Steelbook. Und dann habe ich mir eher die Deluxe Edition geholt, anstatt die Collector's Edition, weil das sehe ich partout einfach nicht mehr ein, das also zu bezahlen. Also, bei mir wirkt FOMO halt nur auf den Gebrauch. Bei mir wirkt das mit der Rebuy-FOMO übrigens. Ne? Das funktioniert? Ja, das funktioniert bei mir tatsächlich, weil ich halt gerne die Spiele auch wirklich haben möchte. Ich kaufe ja nicht umsonst die Spiele. So. Ja, das stimmt. Ich will die halt wirklich haben. Und ich spiele die natürlich auch, das ist ja halt die Sache. Und besser, ich habe die jetzt als irgendwie in 10 Jahren erst. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Und, aber, ansonsten, außerhalb dessen funktioniert bei FOMO relativ gar nicht. Ja, bei mir ist es wenn halt... ich habe zum Beispiel die Kinderblade Chronicles, da habe ich schon mal angesprochen. Ja. Mit der Xenoblade. Die Collector Edition war nur zeitlich begrenzt bei Nintendo im Store. Das war halt auch frech, ganz, ne? Ganz also, kurz. Sorry. Bitte? Das war halt auch frech, ne? Dass sie das nur im Store angeboten haben. Es war mega frech, dass es halt wirklich Store-exklusiv war. Das haben wir auch schon drüber geredet in einem vergangenen Part. Ja. Da wurde eigentlich die Angst gemacht, ja, aber jeder darf nur eine davon kaufen. Ja, aber Skypers haben einfach mehrere Accounts gemacht und dann einfach gekauft. Und das war halt nur begrenzt und ja, und dann deswegen Fear of Missing Out, schnell der Erste sein, sonst hast du die nachher gar nicht. Und da habe ich mir einfach gesagt so, deswegen sag ich, es wirkt bei mir nicht. Ich habe Xenoblade Chronicles 1 und 2, die Collector's Edition habe ich zu Hause. Die 3 werde ich mir einfach nicht kaufen, aus dem Grund, weil sich Nintendo ins Knie ficken kann. ja, ich kann das verstehen. Weil ich finde, warum? Ich kann das verstehen. Verteilt doch einfach die Scheiße und gut ist. Mach ja. Das doch ganz normal. Ja, ich kann das verstehen. Und dann kamst du auch, wenn du Pech hast, nicht mal auf die Shopseite rauf, weil alles abgekratzt ist. Ja, eben, deswegen ja. Und ich sag mal so, deswegen sag ich, wirkt FOMO der von der Collector's Edition Mäßigkeit da quasi nicht. Weil ich gebe mich halt auch mit Teil 1 und 2 zufrieden. Das sind zwei grandiose Spiele. Und ich bin froh, dass ich die Collector's Edition damals gekauft habe. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ja, glaube ich. Bei mir wenn Nintendo sich überlegt, so von wegen, ja, wir haben jetzt so zeitlich begrenzt und dann kaufen am Ende irgendwelche fetten Nerds die Scheiße auf und verkaufen sie für tausende Millionen Euro weiter, dann denke ich mir, ja nee, dann hätte es einfach nicht sein müssen. Also, da stehen halt keine drei Boxen, sondern nur zwei Boxen oben. Ist halt so. Also ich muss halt aber auch dazu sagen, ne, ist schon klar, dass eine Collector's Edition limitiert sein sollte. Aber wenn Nintendo nicht die Serverkapazitäten hat, um dann zu sagen, sei der Erste, kauf schnell und dann kratzt halt einfach die ganze Website ab, ja, dann sollen sie es einfach lassen. Also sorry. Ist so, meine Güte, dann. Aber wir streifen zu weit ab, glaube ich. Wir streifen ein bisschen zu weit ab. Dieses Limitierte ist aber halt auch FOMO. Ja, genau. Das ist ja das. Genau, das ist FOMO. Es ist ja FOMO. Ist gerade bei uns einer geflogen? Nee. Kann sein. Nee, alles gut. Wenn du jetzt die Special Edition nicht zum Release kaufst, dann hast du die Angst, und das ist halt wirklich berechtigt, da hast du halt die Angst, dass du in 2 Jahren, wenn du die wirklich haben willst, dass du da mehrere tausend Euro gefühlt blechen musst. Ja, ganz genau. Damit lockt man mehrere hundert halt auch. Ich bin halt einfach relativ froh, dass FOMO bei mir nur funktioniert, wenn Steelbooks drin sind. Weil ich hatte bei Granblue Fantasy jetzt nur mal als Beispiel nach der Collector's Edition geguckt,
hat kein Steelbook, habe ich nicht gekauft. Da bin ich dann raus. Ja, sorry, bei mir funktioniert FOMO halt nur im Gebrauchtmarkt. Wenn ich halt so sehe, so, das Spiel ist jetzt 16 Euro drin und ich weiß, dass ich das halt längere Frist nicht mehr so schnell einfach so bekommen werde, dann funktioniert es bei mir. Ja. Dann funktioniert es einfach bei mir. Weil ich weiß, ich will die Spiele eigentlich haben. Ich muss mir immer selber auf die Finger hauen, dass ich die nicht kaufe, sondern warte. Aber an Oblivion zum Beispiel, also nicht Oblivion, an The Elder Scrolls 3 Morrowind, das war für Xbox 360 das Original, die allererste, ist ja Abwechslungskompatibilität, die war drinne, das Spiel, für die allererste Xbox, ich wollte es mir holen, hab mir auch selber auf den Finger gehauen, ah nee, lieber nicht, das, ja, ist ja 26 Euro ist halt Geld, das Spiel werde ich auch spielen, ich freue mich halt, will das halt schon unbedingt haben, aber ich hab's nicht gekauft und jetzt ist es halt seit ein halbes Jahr nicht verfügbar, gefühlt. Ja, scheiße, ne? Das ist dann immer Kacke. Ich weiß. Und das halt deswegen kickt das halt bei mir, dieses FOMO-Gedöns. Ja, bei mir zum Glück, bei Retro-Games bin ich zum Glück dann nicht so krass drauf, aber darüber reden wir später, ja, wo. Bei mir ist es halt Steelbooks, also ganz extrem, wie ich es eben schon zum dritten Mal sage ich es jetzt. Damit kann man mich halt so ohne Ende ködern, weil ich Steelbooks auf den Tod gerne sammle. Ja, und deswegen funktioniert da FOMO bei mir. Auch bei Honkai hat FOMO eine Zeit lang funktioniert bei mir. Davon bin ich zum Glück wieder weg. Das funktioniert jetzt sicher, weil es mir scheißegal ist. Ist mir scheißegal geworden. Und weil ich habe genug, sagen wir es mal so. Und jetzt lasse ich es auch gut sein. Aber das ist halt schon wirklich sehr perfide, wie manche das machen. Gerade auch mit diesen Glücksspielmechaniken, die man dann verbindet mit FOMO. Da wird es dann halt schon richtig ekelhaft. Was aber auch FOMO, wo auch so viel FOMO drin ist, was haben wir gar nicht angesprochen, sind halt zum Beispiel nicht Season Pässe, sondern nicht Season Pässe, die du im Laden kaufst, sondern halt Season Pässe, wo halt ein Spiel, wo du halt ein Spiel spielen solltest, zum Beispiel bei Street Fighter, wenn du halt jetzt nicht, du hast jetzt, oder beim Fortnite gibt es das auch, du hast jetzt halt für eine bestimmte Zeit, du musst jetzt innerhalb von einer Woche so und so viel spielen, damit du den Charakter und was weiß ich freischaltest, ist halt aber auch Angst, weil das Spiel zwingt dich der Entwickler quasi das Spiel zu spielen, ne? Stimmt, dasselbe ja auch bei Splatoon oder Fortnite. Genau, weil du halt nicht, du brauchst eine bestimmte Punktzahl innerhalb einer Woche, wo du halt die Charaktere oder was irgendwas freischaltest. Wenn du es nicht tust, dann hast du verpasst. Und deswegen sagte ich ja, bei digitalen Inhalten macht das halt absolut keinen Sinn, es macht keinen Spaß, es ist nervig. Unnötig ist es halt einfach nur. Ja, das stimmt. Das aus Spielersicht. Das ist wirklich unnötig bei digitalen. FOMO sollte halt nur kicken bei Sachen, die du auch halt auch anfassen kannst. Ja, weil gute Spiele spielst du ja auch ohne sowas. Ja, es ist schön, dass du Sachen freischaltest, ne? Aber wenn du halt Sachen freischalten willst, dann reicht es doch einfach eine Ingame-Währung, die du halt mit pro Spiel halt ansammeln kannst. Ich kann das aber auch gleichzeitig verstehen, jetzt mal Fortnite als Beispiel. Dafür kann man Fortnite halt aber auch free spielen. Das ist dann nochmal ein Unterschied, ne? Das ist dann halt so. Bei Splatoon ist es halt wiederum so, wir beenden das Thema gleich. Bei Splatoon ist es dann halt aber auch so, für Splatoon müsst ihr Vollpreis bezahlen und dann habt ihr in dem Spiel halt FOMO mit dem Season Pass. Und wenn ihr den Season Pass nicht voll kriegt in der Zeit, sind die Inhalte halt futsch für euch. Ja. Das ist aber auch gut, der das Grund. War's auch, ne? Das ist auch einer der Gründe, sofort, warum ich Splatoon so inaktiv spiele. Ich will mich nicht dazu verleiten lassen, das Spiel halt zocken zu müssen. Ja, man hat halt, wir haben auch kein einziges Blattfest zusammen gespielt, außer das erste oder so, ne? Ich habe nicht ein einziges Blattfest gespielt. Ich auch nicht. Doch, eins haben wir, glaube ich, gemacht, aber ja, danach, weil uns das, danach nie wieder. Genau, weil uns das halt einfach so auf den Sack geht. Ja, eben. Mit dem FOMO, dass man halt, wir sind ja mittlerweile so an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben jetzt so viel verpasst, dann stört uns das jetzt auch nicht, das nächste. Richtig, genau. Und es gibt auch andere Spiele außer Splatoon und ich habe nicht ewig genau. Die Zeit da rein zu investieren. Aber gut, Leute, das war's auf heute. Schreibt uns eure Meinung zu FOMO, Fear of Missing Out in die Kommentare. Was haltet ihr von FOMO? Was haltet ihr von solchen Mechaniken? Würde uns interessieren. Damit ist dieser Part aber zu Ende. Hoffentlich sehen wir euch im nächsten Part wieder. Bis dann. Gut. Ciao.